Die Worte von mir. Sprich sie schon an. Ich werde sie dir kaufen. Den Gewinner des diesjährigen American Fellowship of Arts and Letters Awards, Mr. Rory Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein kleines Buch wie dies so viele Menschen berühren würde. Ich habe eine Geschichte. Es geht um einen Mann, der schrieb ein Buch, das er leider verloren hat. Was war mit Rory, nachdem der alte Mann ihn aufgespürt hatte? Sag's mir. In ihrer Arbeit steckt so viel Wahrhaftigkeit. Du hast mich belogen. Es ist noch nicht zu Ende. Ich sehe doch mein Leben. Ich sehe dein Leben, ich sehe sein Leben. Ich bin nicht der, für den ich mich hielt. Und erwarten, dass sie nicht dafür bezahlen müssen? Die Freude und den Schmerz, aus denen diese Worte geboren wurden. Sie nahmen diese Worte, dann nehmen sie auch den Schmerz. Sie müssen lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem wahren Leben und der Fantasie. Die beiden sind sich sehr nah, aber berühren werden sie sich nie. Wir alle treffen Entscheidungen. Das Schwierige ist, mit ihnen zu leben. Kennen Sie nicht die zerstörerische Kraft von Worten? Wenn Sie der Rest der Geschichte interessiert, kaufen Sie sich einfach das Buch.